Für jeden stolzen Besitzer eines BFA-Motors ist das folgende Produkt eines, an dem er einfach nicht vorbeikommt. Ich möchte euch heute die Kurbelwelle des BFA-Motors vorstellen. Wie sich unschwer erkennen lässt, ist die SIP-BFA-Kurbelwelle wesentlich breiter als die eines originalen Vespa Large Frame Motors. Das hat einerseits den Effekt, dass diese Welle wesentlich stabiler ist, aber sie ist auch wesentlich massiver und bringt mehr Gewicht zwischen die Lager der Kurbelwelle. Dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt durch drei Wolframgewichte, die hier unten eingebracht sind und mit denen auch die korrekte Wuchtung der Kurbelwelle sichergestellt wird. Die Kurbelwelle für den 306 Kubik SIP BFA Motor bringt es auf stattliche 3,5 Kilo. Sie hat einen Hub von 64 mm und ein sehr schönes poliertes Pleuel mit großzügigen Schmierschlitzen in 135 mm Länge. Aber ein ganz besonderes Feature der Kurbelwelle ist die Verzahnung, mit der die Kupplung befestigt wird. Hier wird die Kupplung nicht auf eine normale Scheibenfeder oder eine Keilnut gesteckt, sondern hier ist eine Verzahnung, auf die die Kupplung gesteckt wird. Diese Verbindung ist extrem stabil und widerstandsfähig und sie lässt sich auch immer wieder leicht demontieren. Ein weiteres schönes Feature der Kurbelwelle ist diese Mutter. Mit ihr wird die Kupplung befestigt und sie hat den Vorteil, dass sie einerseits mit einem Kragen ausgeführt ist, um schön flächig die Kraft zu übertragen. Aber vor allem ist das Gewinde ein M14er Gewinde, was wesentlich kräftiger ist als das Originale und damit fast unzerstörbar. Die SIP-BFA-Kurbelwelle gibt es nicht nur für den 306 Kubikmotor, sondern es gibt sie auch mit 60 mm Hub für den 225er Motor oder auch verwendbar in den Motorgehäusen für die normalen 200er Tuningzylinder und für die 125 bis 177er Tuningzylinder. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann hinterlasst uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Eieiei, ist das hübsch. Pure Erotik.